Weil. Hallo Nele, schön dich zu sehen. Was gibt's? Wie ist das Studentinnenleben so? Fliegt sie im Bio auch durch? Nein, wer? Sophia. Nein. Ja, doch. Bitte tun Sie was. Ich kann nichts machen, es steht da. Irgendwas. Am Freitag ist eine Konferenz wegen ihr. Sagen Sie was. Setzen Sie sich für sie ein. Ich habe nicht das letzte Wort. Dann nehmen Sie es sich. Nele, so sprichst du nicht mit mir. Sie sind Ihre Lehrerin, verdammt. Ihr einziger Job ist es, Sie durch die Schule zu bringen und trotzdem... Sophias ganze Zukunft steht am Spiel. Gut. Wenn du so schlau bist, sag mir, was soll ich tun? Ich warte. Ich bin die Letzte, die will, dass sie wieder durchfällt. Aber es ist noch was anderes los, oder? Nicht nur die Schule. Schauen Sie einfach, dass sie am Freitag durchkommt, okay? Hey. Du musst auf dich auch schauen, nicht nur auf deine Schwester. Schauen Sie dann auf meine Schwester, oder was? Morgen. Gut geschlafen? Ja. Du? Ja, alles bestens. Cool. Ernsthaft? Kommst du eigentlich heute mit zum Aufsteigern? Ich gehe mit der Melissa hin. Vielleicht kannst du sie dann endlich mal kennenlernen. Was ist Aufsteigern? Irgend so ein Fest in der Innenstadt. Soll ganz cool sein. Ah. Die Melissa und ich, wir sind jetzt übrigens offiziell. Ich check's nicht. Was interessiert denn Papa jetzt auf einmal, was ich mache? Ich meine, kannst du mir sagen, warum er mir einen Brief schreibt? Weil du ihn vielleicht sonst überall blockiert hast? Ja, weil er ständig mit seinen scheiß Problemen zu mir kommt. Aber wenn ich mal Hilfe brauche... Ganz ehrlich, Jonas, es interessiert mich gerade nicht. Du wohnst jetzt seit einem Monat bei mir und das Einzige, worüber du die ganze Zeit redest, ist, wie scheiße alles bei dir zu Hause ist. Ich meine, wie lange willst du jetzt noch bleiben? Schmeiß mich jetzt raus. So habe ich das nicht gesagt, aber... Aber was willst du, oder? Das Ganze hier ist nur eine Übergangslösung, okay? Und wo soll ich jetzt hin? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht... Zurück nach Hause ist wirklich keine Option für dich. Nein. Weißt du, ich will einfach mal wieder die Wohnung für mich alleine haben. Es muss nicht jetzt sofort sein, aber es wäre schön. Okay. Ich überlege mir was. Okay. Gut. Was machen wir jetzt? Kann ich die Melissa kennenlernen? Klar, das wäre schön. Cool. Cool. Willst
wirst doch nicht deine eigene Wohnung aufgeben, oder? Sicher. Ja, aber wieso? Ich miete zusammenziehe deswegen. Ja, aber du hast eine echt schöne Wohnung. Ich habe eine kleine Wohnung. Bitte, so klein ist sie nun auch wieder nicht. Doch, und alles dran ist schlecht und... Das wimmelt nur von Ungeziefern. Du tust so, als ob das jetzt was ganz, ganz Schlimmes wäre. Und abgesehen davon, dieses Ungeziefer, von dem du da redest, das ist ein Teil der Insektenkunde und das ist ein immer wachsenderes Forschungsgebiet. Du willst nicht, dass wir zusammenziehen, oder? Wie, ich will nicht, dass wir zusammenziehen. Wessen Idee war das denn? Meine. Ja, okay, es war deine Idee, aber ich habe dem Ganzen ja sofort zugestimmt. Ich glaube, du denkst wohl, dass ich es dir eingeredet habe. Bitte, wir essen zusammen. Wir teilen das Bett. Wir leben zusammen. Du willst doch nicht, dass es so ist, als wären wir verheiratet, oder? Wieso? Macht das einen Unterschied? Ja, es macht einen Unterschied. Weil du deine Wohnung behältst, weil wir wissen, dass sie da ist und existiert. Weißt du, wir müssen uns gar nicht drum kümmern und auch gar nicht irgendwie hingehen, aber es ist so eine Art Rettungsfloß. Die kleine Wohnung kostet 400 Euro im Monat. Die Wohnung kostet 400 Euro im Monat? Yep. Gott, okay, ich rede mit meiner Steuerberaterin. Die kann das Ganze sicher von der Steuer absetzen. Ich bezahle dafür. Du denkst, ich bin nicht klug genug, um mich mit dir abzugeben? Hey, sei nicht lächerlich. Warum wolltest du dann, dass ich mich bei der Uni einschreibe für die Kurse? Weil höhere Bildung eine wundervolle Sache ist und man lernt lauter spannende Professoren und Leute kennen und es ist bereichernd, okay? Okay. Wie, okay? Was machst du? Dann bleib ich da. Jetzt, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Bitte hör auf, die Bücher auszuräumen. Es tut mir leid. Hier. Was willst du? Das ist mein Wohnungsschlüssel. Den hast du noch nicht. Danke. Gut, dann. Lass uns jetzt die Kiste wieder einräumen, okay? Okay. Ja. Alles okay? Was passiert? In meinem Badezimmer ist eine Spinne. Was? In meinem Badezimmer ist eine große schwarze Spinne. Du hast mich um 5 Uhr morgens angerufen wegen einer Spinne in deinem Badezimmer. Du weißt, wie ich mit Insekten bin. Ja. Ich kann nicht schlafen, wenn eine Spinne in meinem Badezimmer rumkrabbelt. Totes. Was ist los mit dir? Hast du kein Insektengift? Nein. Ich habe es dir schon 1000 Mal gesagt, dass du einen Insektenspray zu Hause haben solltest. Du kannst nie wissen, vor was du es vielleicht mal benutzen kannst. Ich weiß, ein Feuerlöscher und ein Erste-Hilfe-Kasten. Gott, okay. Gib mir einfach eine Zeitschrift. Ich bin schon müde. Ja. Du lachst mich immer aus, aber ich bin immer vor alles vorbereitet. Ja. Was ist denn das? Was auf ein Rockkonzert? Ja.
Ja, wirklich? Wie war's? Es war super. Toll. Und so habe ich deine super hier. Warum rufst du nicht die Frau an, mit der du auf dem Konzert warst, und bittest sie darum, die Spinne zu töten? Ich habe dich angerufen. Magst du mir jetzt helfen oder nicht? Was ist das? Seit wann liest du bitte die Zeit? Was passiert mit dir? Ich versuche, mehr Perspektiven zu bekommen. Toll! Also ruf doch sofort Giovanni Di Lorenzo an, um die Spinne zu töten, nicht? Annie, du wirkst ablehnend, weißt du das? Nicht nur das, du siehst dünn und müde aus. Es ist 5 Uhr in der Früh, du hast mich hierher gebeten, es waren keine Taxis da, du hast gesagt, es war ein Notfall, ich bin hierher gerannt, die stiegen rauf. Wie würdest du bitte aussehen? Datest du die Rock'n'Rollerin? Magst du ein Glas Kakao? Nein. Was bin ich bitte, dein Kind? Mein Kakao ist gut. Wo ist die Spinne? Sie ist im Badezimmer. Aber zerdrück sie nicht, okay? Und wenn du sie getötet hast, spül sie die Toilette runter. Schatz, ich töte Spinnen, seit ich 3 bin. Was? Sehr große Spinne. Ja? Ja, 2. Die machen sehr viel Ärger. Okay. 2? Ja, ich dachte nicht, dass sie so groß ist. Hast du einen Besen? Der ist noch bei dir. Schneeschaufel oder so irgendwas? Auch alles bei dir. Okay. Oh, also nimm einfach das. Was machst du? Was hast du vor? Liebling, da ist eine riesengroße Spinne in deinem Badezimmer. Okay, auf Gott. Ja, die ist für meine Haut. Was? Beliebst du dich für einen Schönheitswettbewerb? Keine Sorge! Ich habe sie getötet. Beide. Ich komme wieder. Kann ich die Minister kennen? Das ist halt schon. Warte, ich hab's. Kann ich die? Es tut mir so leid. Ich check's nicht. Was interessiert sich mein. Entschuldigung, was wird das? Hallo. Morgen. Wir schaffen die Szene. Absolut, na sicher. Das waren die Specials mit Einira. Ja, danke. Hauptstraße, es ist 4-spurig. Schon 4 und 7, kann man auch nicht ins Abbiegen. Au, nicht so fest.
Und das Schöne ist, dass wir die Arbeit aus den 2 Wochen versuchen mitzunehmen in die Szenen. Und es ist natürlich Komödie immer viel dankbarer als das Drama. Bei der Komödie, wenn es was zu lachen gibt, ist natürlich immer schön. Das Timing ist ganz wunderbar. Aber es sind auch die kleinen Szenen oft, die schöne Momente haben. Ich habe gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Vielleicht noch schön, dass es diese kleinen Making-of-Szenen gibt mit den Einblicken. Also, wir machen das jetzt nicht wie Stanley Kubrick, dass wir 120 Mal eine Szene drehen, aber es dann doch ein paar Mal. Und das Schöne beim Film ist, dass man sie wiederholen kann und wiederholen darf. Genau, und ich glaube, das ist es auch schon von meiner Seite. Vielleicht möchtet ihr kurz ein bisschen erzählen über eure Eindrücke. Sarah hat den Regieplatz eben gehabt und hat großartigerweise ganz alleine das 2 Szene geschrieben und inszeniert und geschnitten. Also großartig, wie du das gemacht hast, liebe Sarah. Abschlusspräsentation des Kerntheaters und wir wünschen einen schönen Abend noch und gute Unterhaltung. Danke.